Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Pokémon Revolution Online. So, ich fackel nicht lange rum und gehe hier gleich mal die Treppe hoch. Wir müssen hier irgendwie Team Rocket rauskloppen aus diesem Gebäude und vielleicht kannst du uns hier sagen, was wir dafür machen müssen. Okay. Ja, Team Rocket ist hier irgendwo. Da sehe ich auch schon den ersten Rocket-Vertreter. Hast du noch irgendwas zu sagen? Wieso will uns hier jeder Zweite irgendwas beibringen? So, warte mal. Ich tue mal gerade unser Turtok nach vorne. Ey, du. Was machst du hier? Mach einen Abgang. Mein Gott, eine Radikal. Da habe ich aber Angst. Turtok, mach's weg. Alter, das Ding macht aber ganz schön viel Schaden, möchte ich mal anmerken. Und da ist es down, jawohl, so will ich das sehen. Und Turtok reicht Level 39, sehr gut. So. Skull Bash, was ist denn Skull Bash? Okay, es muss eine Runde aufladen und dann schlägt es aber richtig heftig zu. Könnte ich eigentlich mal mitnehmen? Tja, soll ich das mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ach komm, ich nehme es nur mit für das hier. So, Turtok, hast du wirklich sehr gut gemacht. So, dann gehen wir doch mal einfach hier durch. Nice. Jetzt bin ich ja wieder hier. Moment. Nee, Moment, das ist eine andere Etage. Oh, ich hasse Teleporter. Okay, wo bin ich jetzt? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann man hier vielleicht auch irgendwas mitnehmen aus diesen Dingern? Wieso steht da Lance? Wieso steht da Lance? Ist der sauer, dass ich ihn verkloppt habe in der einen Folge? Ich habe ja ihn bei unserem ersten Treffen besiegt. Wieso steht da Lance? Ich will nicht. Ich gehe erstmal hier gucken. Okay, komme ich wieder da unten hin. Ernsthaft. Hallo Lenz, na, altes Haus. Ist alles gut soweit? Aha. Okay. Hat Lenz ja schon aufgeräumt, oder wie? Hier ist ein Bett. Konnte man hier sich nicht irgendwie heilen? Ich glaube, im Originalspiel konnte man sich hier irgendwie heilen. Okay, Lance hat hier anscheinend schon aufgeräumt. Dann nehme ich mal diesen Teleporter hier. Mal gucken, wo ich hier rauskomme. Da ist ein Rocket-Rüpel. Jetzt bin ich wieder hier. Ach komm, machen wir den mal weg. Machen wir den mal weg. Ein Sandama. Das übernimmt unser Visaflor doch gerne. So, und weg damit. So, dann würde ich sagen, wo wir gerade schon mal hier sind, kloppen wir den hier. Lol, der hat gar keine Pokémon, okay. Ich hasse diese Teleporter, habe ich das schon mal erwähnt? Jetzt bin ich wieder hier, leg mich doch am Arsch. Warte mal, musste man nicht irgendwo hier hinten lang im Originalspiel? Boah, wie war denn der Weg nochmal? Der muss ja hier eigentlich so ähnlich sein.
Bitte was? Wieso stehen die hier? Bitte was? Hi. Aha. Lol. Na, wurdet ihr von einem Aber wegteleportiert? Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Ich glaube, ich nehme mal die Treppe. Was? Wieso steht ihr? Sabrina? Was machst du denn hier? I've got this floor. Okay. Hi. Ich soll dich besiegen, damit ich vorbeikomme. Das ist doch meine leichteste Übung, mein Lieber. Mach einen Abgang. Level 60. Unser Bisaflor erreicht Level 60. Das ist ja super. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Na, großartig. Guten Tag. Ein A-Bock. Wow, das tat ja ein bisschen weh. Ich glaube, das Problematische wird eher den scheiß Weg zu finden, anstatt irgendwie die Leute hier zu besiegen. Was ist das denn? El Generico? Ernsthaft? El Generico ist ein Wrestler. Besser bekannt aktuell unter dem Namen Sami Zayn. Alles klar, Sami Zayn von der WWE hat diesen Flur hier, geräumt. Das finde ich sehr gut. El Generico. Tja, wo muss ich hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Jetzt bin ich ja. Das ist doch ein Witz, ey. Okay, ich glaube, mit dieser Strategie kommen wir hier nicht wirklich weiter. Das sieht schon besser aus, wenn ich ehrlich bin. Na du? Oh, ein Georock. Das freut mich. Ernsthaft? Ach, das ist doch ein Witz, ey. Wie ich dieses Dirty hasse. Ein Golbat, natürlich. Natürlich ein Golbat. Was könnte es auch sonst sein? Autsch. Okay, ich wechsle mal auf unser Turtok. Oh, ah fuck, ich habe ja Turtok gar nicht geheilt. Oh, okay. Das habe ich natürlich jetzt total vercheckt. Taubos, mach du das mal bitte gerade. Tja, wie viel Schaden machen wir dem? Nicht so mega viel. Wir sind aber schneller zum Glück. Deswegen geht das eigentlich klar. Damit kriegt er uns sicherlich nicht down. Das war ein bisschen knapp. Ich erledige ihn mit Quick Attack.
Aua, ich glaube, ich gehe mal gerade zurück ins Pokémon Center. Was? Ernsthaft? Was? Wie? Okay, man sollte auf jeden Fall nicht einfach so da reingehen, weil man landet anscheinend immer wieder unten. Das war ja eine interessante erste Erkundungstour im Zilpko-Gebäude. Es ist auf jeden Fall scheiße verwirrend. Ich kenne jemanden, der wird sich darüber auf jeden Fall megamäßig freuen. Wie war das denn nochmal? Ich kann mich leider nicht mehr an den Weg erinnern von damals. Giovanni ist ja sicherlich ganz oben, denke ich mal. Aber wenn wir jetzt einfach ganz nach oben gehen, kommen wir mit Sicherheit nicht dahin. Ich gehe trotzdem mal nach ganz oben. Einfach nur mal, um zu gucken, wie weit es hoch geht. Okay, da wo Sabrina... Nee, hier geht es noch weiter nach oben. Ich gehe mal nach ganz oben. Mal gucken, wie es da aussieht. Red und Jackson. Wieso stehen hier Red und Jackson? Jackson läuft weg. Sehr gut. Okay, ich hätte jetzt gedacht, Jackson möchte gegen uns kämpfen, aber Jackson läuft mal wieder weg. Hier ist El Generico. Hier haben wir Lance. Alter, wie weit geht es denn noch hoch, bitte? Das ist blau. Das ist blau. Es ist wirklich blau, der da steht. Okay, hier haben wir ein Team Rocket Mitglied, da haben wir Giovanni, da haben wir blau. Okay, wir müssen den Teleporter finden, der uns zu blau führt. Ich weiß nicht, ob uns hier auch ein Lapras schenkt. Wir müssen den Teleporter finden, der uns zu blau führt. Welcher Teleporter führt uns zu blau? Vielleicht dieser da? Ach, nicht schon wieder du. Radikal, lass es doch einfach. Warum lässt du es nicht einfach? Und natürlich wieder ein Golbat. Wie könnte es auch anders sein? It's super effective. Natürlich ist es super effective. Gut, ich lasse es wieder Taubos erledigen. Jo, das war ganz schön knapp, was du hier machst. Die sind gar nicht mal so schlecht, die Typen hier. Ah, ich sehe schon, ich muss noch ins Pokémon Center. Wie kommen wir zu blau? Wir müssen irgendwie den richtigen Teleporter finden, der zu blau führt. Welcher war das nochmal? Wenn man es weiß, war es, glaube ich, relativ einfach. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man zu blau kommt. Und wieso soll man hier... Wieso unterstützt Blau da eigentlich Team Rocket? Kann mir das mal jemand verraten?
Ich habe keinen Plan, wie hoch ich gehen soll. Gegen den haben wir, glaube ich, gerade gekämpft. Ich will mal zu diesem Teleporter. Ein Santama! Das ist ja wirklich phänomenal. Ach, ich werde radikal. Ihr habt auch Probleme, Freunde. Ihr habt auch Probleme. Sind wir wieder hier. Boah, dieses Simco-Gebäude geht mir jetzt schon so auf die Eier. Sind wir wieder hier. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich nehme mal den hier nochmal. Jetzt komme ich hier raus. Welcher verkackte Teleporter ist es? Ich glaube, der war es nicht. Aber der hatte irgendwas damit zu tun. Moment mal. Dieser Teleporter hatte... Daran erinnere ich mich. Ist hier vielleicht irgendwie noch einer? Ich erinnere mich an diesen Teleporter irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hier ist einer. Ist es vielleicht der? Und war bei Red. Oh, die Silpko-Gebäude. Ich sehe schon, das macht mir richtig Spaß. Wir gehen mal eine Etage nach oben. Zu El Generico. Hier ist es doch bestimmt. Ich meine, wenn der El Generico heißt, dann muss es doch... Hier, warte mal. Ich glaube, es ist dieser hier. Das ist nicht dieser. Dann gucke ich wieder hier hin. Hallo? Vielleicht ist es dieser hier. Lass mich wieder hier. Und der bringt mich nur dahin. Oh, Alter, das ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen hier. Die habe ich aber auch schon alle benutzt. Ich komme aber auch nie in diese Teleporter rein, wo man irgendwie abgeschnitten ist. Den habe ich doch auch schon benutzt. Oh. Das ist doch wohl ein Witz. Ich nehme mal den anderen hier. Ach, den guten. Ach, so. Hä, aber. Okay, so wird das irgendwie nix. Ach, du willst auch noch kämpfen? Ach, Junge, lass mich in Ruhe. Ach, Lamos, oh, bitte. Komm hier, mach einen Abgang. Ja, so, weg. Level 61, das nehme ich doch gerne mit. Ist hier vielleicht irgendwas? Hier ist nichts. Oh Mann, ey. Ich gehe mal leiten zu dem Scientist, vielleicht kann der mir was sagen. Alter, ist das ätzend. Ist das ätzend. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf diese scheiß Teleporter-Rätsel. Lol? Der will kämpfen?
Wie, du willst kämpfen? Willst du mich verarschen? Wieso willst du kämpfen? Gut, dann macht dein Magneton jetzt mal einen Abgang, würde ich mal sagen. Oh, das ist natürlich ärgerlich, dass du jetzt einen Schillock hast. Das fällt natürlich sofort. Knackwurst. Der heißt Knackwurst. Das finde ich witzig. Das ist doch auch alles nicht richtig. Ich komme irgendwie gar nicht in diese Räume, die da so abseits liegen, links an der Seite. Irgendwas. Wie ist der Trick? Wie ist dieser Trick? Welcher Teleporter ist es? Oh, das sieht gut aus. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Da ist blau. Alles klar. Okay. Blau. Mit welchem Pokémon fangen wir an gegen blau? Mit welchem Pokémon fangen wir an gegen Blau? Ich fange mal mit Tauboss an. Ich kann Blau eher schwer einschätzen. Hier in dem Mülleimer ist nichts. Okay. Blau, mach einen Abgang. Blau möchte mich testen, ob ich stark genug bin, um Team Rocket zu vertreiben. Okay. Oh, nice. Tauboss gegen Tauboss. Hat er genau denselben Anfang gewählt wie ich. Ja, mal gucken, wer Tauboss schneller ist. Seins. Er fliegt hoch. Okay. Dann wird er mich jetzt wahrscheinlich treffen. Nice. Okay, Freundchen. Ich setze Quick Attack ein. LOL. Du mieser kleiner Lacker. Okay. Okay, Blau. Okay. Ich habe leider kein Elektro-Pokémon mit dabei. Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass ich Blitzer nicht dabei habe. Der wird jetzt sicherlich wieder Fliegen machen. Ja, genau. Ich lade mich auf. Meine Verteidigung erhöht sich. Hä, wieso muss ich jetzt... Ja. Alter. Hä? Hä, wieso kann der das jetzt nochmal machen? Was ist das für eine Scheiße? Hä? Okay, da hat der Programmierer aber Mist gebaut. Wenn ich etwas einsetze, was mich auflädt, dann erwarte ich aber, dass der sich auch auflädt, wenn ich den Gegner nicht treffen kann. Wieso kann ich mich denn nur aufladen, wenn ich den Gegner treffen könnte? Okay, das ist jetzt natürlich richtig scheiße. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass das hier so falsch programmiert wurde mit dem Aufladen. Jetzt habe ich natürlich ein Problem.
Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt muss ich ganz schnell wechseln. Ich opfer Kramurx. Es könnte sein, dass wir diesen Kampf verlieren. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Der setzt immer Fliegen ein. Ja, der setzt jetzt gleich sowieso wieder Fliegen ein. Ja, natürlich, er setzt Fliegen ein. Alter, geht der mir auf die Eier. Alter Vater. Jetzt setzt er wieder Fliegen ein. Oh mein Gott. Alter. Ich glaube, wir werden diesen Kampf haushoch verlieren. Alter, dieses Tauboss. Alter, dieses Tauboss. Ja, Tauboss hat uns quasi vier Pokémon aus dem Kampf. Ja, und ein Kadar. Ja, ein natürlichen Simsala. Alter. Also, das Tauboss hat quasi mein komplettes Team zerstört. Alter, wie soll ich den denn besiegen? Der ist auf jeden Fall... Oder bin ich schneller? Bin ich schneller? Ich denke nicht, dass ich schneller bin, ehrlich gesagt. Aber ich versuch's. Nee. Alter, der nimmt mir mein ganzes Team auseinander. Ja, mein Kumpel hat gegen ihn auch, ich glaube, mehrmals verloren. Also Blau ist richtig stark. Ja, ich habe jetzt quasi verloren, also ich kann nichts machen. Alter Vater, ist der stark. Kann ich hier nochmal irgendwie zurückkommen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich verschwende hier keine Tränke mehr. Das wird nichts. Das wird so nichts. Das Tauboss mit Fliegen ist echt böse. Immer nur Fliegen, immer nur Fliegen. Ich wechsle nicht. Ich lasse mich jetzt von ihm besiegen. Diese Runde geht an dich, Blau. Diese Runde geht an dich. Ich verballer hier jetzt keine Tränke und versuche den noch. Also, ich könnte ihn vielleicht besiegen, wenn ich jetzt meine ganzen Leber und Tränke irgendwie noch einsetzen würde, aber das bringt nichts. Das Kadaver, das Simsal wäre jetzt hier nicht das Problem, aber das Tauboss. Das hat mich völlig... Also Tauboss mit permanent Fliegen ist so mega ätzend. Ach, jetzt hat er auch die Beere genommen. Ja, hier komm, jetzt besieg mich endlich. Ich will zurück ins Pokémon Center. Dankeschön. Okay. Blau. Blau, 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 mein Lieber. So, warte mal. Ihr beiden. Ihr geht mal gerade auf die Box. Euch werde ich offscreen nämlich trainieren. So. Hoho. 39 bist du erst. Egal, dich würde ich gerne mitnehmen.
Das Geile ist natürlich, jetzt habe ich mir nicht den Weg gemerkt. Das ist natürlich mega geil. Ich habe mir jetzt nicht den Weg gemerkt. Wie ging es jetzt nochmal zu diesem Scheißtypen hin? So, Freundchen, jetzt kommt mein Georg. Da siehst du aber alt aus mit deinem scheiß Taumos. Shit, wie war nochmal der Weg? Ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Okay, Sekunde, ich mache mal gerade einen ganz kurzen Cut und guck den Weg nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ja, ich habe gerade den Weg angeguckt. Der Weg ist mega, mega easy. Wenn man ihn denn einmal weiß. Jetzt weiß ich ihn auch. So, hier ist es nämlich schon. Das Taubus ist natürlich trotzdem schon megamäßig stark. So, Freundchen, ich will eine Revanche. Hä? Was? Wie, du bist jetzt weg? Willst du mich verarschen? Hä? Och nee, ach Leute, komm, ihr habt ihn jetzt echt despawnen lassen. Ernsthaft. Oh, wie soll ich denn gegen den nochmal kämpfen in der Revanche? Ist Blau hier nicht der achte... Moment. Ist Giovanni hier der achte Arena-Leiter oder ist Blau der achte Arena-Leiter? Also wenn Janina die fünfte ist, dann müsste Blau eigentlich der achte sein. Also das finde ich jetzt scheiße. Hä, aber mein Kumpel hat doch auch mehrmals gegen den gekämpft. Mein Kumpel hat gesagt, er kommt an diesem Typen hier nicht vorbei. Sprich, er hat mindestens einmal verloren. Und er hat es mehrmals probiert. Hä, wieso ist der denn jetzt weg? Hä? Also das finde ich jetzt scheiße, dass der jetzt einfach weg ist. Da gewinnt er nur mal durch Glück und schon portet er sich weg, damit er bloß nicht verliert? Das ist ja wohl ein Witz, ey. Ja, toll, also Giovanni dürfte es nicht so das Mega-Ultra-Problem sein. Hier, kann ich gegen die eigentlich auch nochmal kämpfen hier? Nice. Och komm, Blau. Blau hat sich jetzt echt verpisst, die feige Sau. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz. Alles klar, Blau kommt auf die Liste von Trainern, gegen die ich eine Revanche machen muss. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, wenn sich die feige Sau einfach wegportet. Ach, Giovanni, ganz ehrlich, was willst du denn? Alter! Ja, so wie zu Nidoking, easy going. Ja, also ich würde gerne nochmal gegen Blau kämpfen, weil der war wenigstens eine Herausforderung. Und nicht so wie er hier, Mr. Möchtegern, Giovanni. Ja, alles easy, keine Schnitte. So, durchgepflügt. Oh, Nidoqueen. Okay, da wechsle ich doch mal kurz. Hier, komm, Georg. Auch wenn du wahrscheinlich verkacken wirst, probier's mal. Probier's einfach mal. Oh, Bodyslam, das tut ja richtig weh. Oh shit. Oh shit. Lol. Okay. Giovanni, geh mir aus dem Weg. Geh mir einfach aus dem Weg. Body Slam. So, was ist denn dein letztes Pokémon? Ach du heilige Scheiße. Okay.
Okay. Lol, wie oft trifft das denn? Lol. Okay. Gut. Freundchen. Ja, bitteschön. Erstmal einen schönen Surfer. Na, schaffst du mich in einer Runde? Du schaffst mich echt in einer Runde. Leck mich am Arsch. Aber ich denke mal, das war's jetzt für dich. So, und Giovanni mal wieder gegen die Wand geklatscht. Ach Mann, ich wollte gegen Blau kämpfen. Ich will Revanche gegen Blau. Der hat nur wegen seinem scheiß Tauboss am Anfang gewonnen, weil ich das nicht erwartet hatte. Tja. Hi. Kriege ich jetzt irgendwas dafür? Oh. Ja? Nicht im Ernst. Ich kriege jetzt keinen Meisterball. Oh, er hat mir, glaube ich, drei Sonderbonbons gegeben. Das ist natürlich nice. Hier, komm, mach einen Abgang. Wie scheiße, ach Blau, ey, verpisst er sich einfach. Ey, aber wieso? Ich verstehe nicht, wieso mein Kumpel dann zu mir meinte, er kommt an Blau nicht vorbei. Das heißt, er muss es ja mehrmals versucht haben. Tja. Gut, ich würde mal sagen, wir haben das Hilco-Gebäude gemacht. Wir haben Giovanni mal wieder umgeklatscht. Blau konnte uns besiegen. Wir sind noch nicht stark genug. Ja, wobei Rot konnte uns ja theoretisch auch besiegen. Wobei das ja eher ein Storykampf war. Tja, ich denke mal, Blau ist hier der achte Arenaleiter. Also wir wissen, wir sind noch nicht stark genug für den achten Arenaleiter. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Dass wir noch nicht stark genug sind für den 8. Arena-Leiter. Wir sind ja auch erst bei Arena-Leiter Nummer 6, logischerweise. So, einmal bitte durchheilen. Dankeschön. So, Blitzer und Georg. Ihr beiden kommt da mal wieder auf die Bank. So. Dafür kommt ihr beiden, nein, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, ihr beiden kommt mit. So, dann verteile ich mal wieder die Beeren. Ich glaube, ihr beiden kriegt mir hier sowas, warum auch nicht? Davon habe ich ja genug. So, dann gucken wir nochmal, ob die Arena denn jetzt frei ist. Müsste sie eigentlich. Ah, das heißt, ich muss wieder offscreen trainieren. Und die Arena ist frei. Wir haben das Silco-Gebäude gemacht, auch wenn wir von Blau auf die Fresse bekommen haben. Oh nein, ey. Okay, dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde jetzt mein Hundus da und mein, wie heißt das Ding hier mit dem Hut doch mal? Das andere Pokémon, ich glaube Kramurks oder so. Die werde ich jetzt offscreen trainieren, dass sie sich beide schön weiterentwickeln. Und ja, ich weiß noch nicht, bis welchem Level ich die trainieren werde. Eigentlich müssen die beide mindestens Level 45 sein, würde ich mal schätzen. Ansonsten wird das nichts. Am besten wäre sogar eigentlich über Level 50. Aber ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, so lange die zu trainieren. Tja, Naja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal die Arena besuchen und uns mit Sabrinas Bodyguards kloppen. Dann sehen wir ja, wie stark das Ganze so ist. Und ja, hoffentlich auch dann in der nächsten Folge mit Sabrina, die wir dann hoffentlich auch besiegen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann, ciao.